Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Herr der Ringe Online. Ja, wir haben beim letzten Mal unseren Flusshobbit, unsere Flusshobbit-Dame Millimadoc erstellt. Auch wenn mit der Endung Madoc das eigentlich eher männlich ist, aber das hatte ich beim letzten Mal schon erklärt. Als Dank an einen Freund, der mir seinen VIP-Herr der Ringe-Account geschenkt hat, der sich nämlich Mille nennt. Als Spitzname ist sie zu Ehren erstellt worden. Ist zwar, wie gesagt, eher ein Männername, aber egal. Wir haben die neue Erweiterung, die Korsaren von Ungbar, gekauft oder vorbestellt. Und was man gleich freigeschaltet bekommt, das ist doch tatsächlich auch die Klasse des Seefahrers. Die Rasse vom Hobbit, die gab es ja schon vor einem Monat ungefähr. Und wir wollen uns jetzt mal das kleine, aber feine Tutorial für die Flusshobbits angucken. Da sind wir. So, wir haben Titel und alles Mögliche bekommen, Inventar, bla bla bla. Ja, das kommt natürlich immer einmal am Anfang. Ich kann jetzt schon sagen, dass ich dieses Ding auf gar keinen Fall hier so haben will. Und was ich ja auch immer gerne habe, ist, dass ich mein Charakterfeld sowieso hier unten habe. Und dann können wir ja, weiß ich nicht, das hier irgendwie irgendwo so daneben tun oder so. Keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Ja, wenn ich mal einen Feind sehe, dann würde ich das tatsächlich auch nochmal verschieben. Das bleibt erstmal so. Und es gibt so zwei, drei klitzekleine Einstellungen, die ich am Anfang einmal immer ändere. Und zwar Optionen. Dann haben wir einmal Oberfläche. Jetzt muss ich gerade kurz überlegen, was ich sowieso immer, was ich hier eigentlich will. Immer alles plündern. Genau. Und Chat. Kraftausdrücke herausfiltern, das wollen wir nicht annehmen. Okay, es gibt bestimmt noch das eine oder andere, was ich sonst noch irgendwie mal ändern müsste. So, was haben wir gekriegt? Wir haben einen neuen Titel, Freibeuter, die vortreffliche Elvenessens Flößerin. Ja, das sind alles von anderen Sachen, immer auf Reisen. Freund der Mark und so weiter. Okay, was Vollstrecker von Helm? Nee, von Anfang an. Nee, Freibeuter. Nee, wir nennen sie Flößerin. Ja, es passt so Flusshobbit. So soll sie heißen. So, Auftragsgegenstände. Wir haben ja auch nochmal irgendwie Geschenke gekriegt. Ja, okay, wunderbar. Es gibt jeden Tag ja welche. So, das ist sie also, unsere kleine Millimadoc. Aha, es ist leider noch nicht vertont, nicht so richtig. Ich kann nicht glauben, dass ihr wirklich aufbrecht, Millimadoc. Ich weiß, wir haben seit Jahren darüber gesprochen, aber ehrlich gesagt dachte ich immer, dass ich als allererster Hobbitland dieses verborgene Tal verlasse und irgendwann zu ihm zurückkehren würde. Ihr sagt Valarik, dass er euch gerne begleiten kann. Und er denkt überrascht und geehrt kurz darüber nach, doch dann schüttelt er den Kopf. Oh, nein, stammelt er schließlich. Die Welt ist so groß und ich bin noch nicht für sie bereit. Aber ihr seid von uns am längsten gewachsen, das stimmt, ich habe die maximale Größe, und groß genug. Falls einer von uns den Mut hat, Heilignebel zu verlassen, dann ihr. Folgt Valarik Tucker zu Großmutter Maddys Heim. Ich kann es kaum glauben, Millimadoc. Erzählt lieber Großmutter Maddy, was ihr im Sinn habt. Folgt mir. Die Sonne geht auf. Werdet ihr diese Augenblicke nicht vermissen, Millimadoc? Ich nehme an, die Sonne geht auch anderswo auf. Irgendwo auf der ganzen Welt ist es, nirgendwo auf der ganzen Welt ist es wie in Lindleby. Hallo, meine jungen Freunde. Was führt euch an diesem schönen Morgen her? Millimadoc wird Lindleby verlassen. Nun, gebt auf euch acht. Wir sehen uns zum Abendessen. Nee, länger. Die ist wirklich groß. Guck mal. Aber wir nicht, Millimadoc. Verlässt uns ganz und gar, oder was weiß ich, Röchel, Keuch, Hust. Wie bitte? Was habt ihr gesagt? Madelgard-Tucker. Oh, die Frisuren, ist das irgendwie schon cool. Was soll all der Aufruhr? Wie oft soll ich euch noch sagen, dass ihr euch mit dem Pfeifenkraut zügeln sollt, Heldrick? Wie kann ich euch helfen, Millimadoc?
Also warum ist meine Heldrick so aufgewühlt, Millimadoc? Und Valarik war das letzte Mal so aufgeregt, als Gisla versehentlich doppelt so viele Zutaten für ihre berühmten Kuchen genommen hat. Aber da waren wir alle in heller Aufregung. Hier erzählt Großmutter Maddy, dass ihr Lindelbee nun endlich verlassen werdet, um Abenteuer in der weiten Welt zu erleben. Stumm nickend tippt sie dir auf die Nase. Mir? Dafür steht es aber weit genug weg. Früher oder später musste es passieren, Millimadoc. Ihr wart immer schon etwas anders als wir, aufgeschlossen und neugieriger und das, was jenseits der nebelverhangenen Täler liegt. Und größer. Ich habe immer schon gesagt, dass das Blut der uralten Holbitlan in euren Adern fließt, nicht wahr, Heldrick? Oh, er hört mir nicht mehr zu, der alte Ziegenbock. Hört Maltelam zu. Das sind aber auch Namen. Bevor ihr aufbrecht, solltet ihr bei euren Nachbarn verabschieden, Millimadoc. Ja? Das wäre nicht richtig. Das wäre nicht richtig? Das wäre richtig. Ogiva. Tuka. Tuka sind die, glaube ich, hier fast alle. Ihr seid früh auf, Millimadoc. Wollt ihr etwas? Ogivas fröhliches Geplapper verstummt. Ihr freundlicher Gesichtsausdruck weicht der Verblüffung. Heute ist es soweit. Ich wusste es. Ich habe Wilhard gesagt, dass ihr endlich auf Wanderschaft geht, und ich hatte recht. Vielleicht wusste ich nicht, dass ihr ausgerechnet heute Morgen aufbrechen würdet, aber ich weiß schon seit einer Weile, dass ihr diese Reise plant. Wie schrecklich aufregend, Millimadoc. Also, zieht los und macht uns gefälligst stolz. So, wir sollen noch mit Willihard und mit Emma reden. Hier ist Willihard Tucker. Wir sind wirklich ziemlich groß. Die gucken aber ein bisschen grimmig alle. Heute ist also der große Tag. Ogiva meinte schon, dass ihr bald auf Abenteuerreise geht, aber damit können wir eh nichts anfangen. Ich könnte Lindelbe niemals verlassen. Aber das muss schließlich nicht heißen, dass wir alle so sind. Seht euch vor, wenn ihr Heilignebel verlasst, Millimadoc. Ui, Entschuldigung. Wer weiß, was für Gefahren ihr begegnet. Die Spitzmäuse fressen immer meinen Salat weg. Sicher gibt es in den weiten Welt weitaus gefährlichere Wesen. Sicher gibt es irgendwo riesige Spitzmäuse. Das stimmt, beim Frühlingsfest zum Beispiel. Sprecht mit, Emma bleibt jetzt noch. Emma Tucker. Ich kann nicht glauben, dass ihr uns verlasst, Millimadoc. Erma wischt sich die Tränen aus dem Gesicht. Ihr versprecht zurückzukehren, sobald ihr genug Abenteuer erlebt habt und wenn ihr gesehen habt, was jenseits der Gebirgskämme am Horizont liegt. Die Berge sind so schrecklich hoch für ein Holbitland, meint sie. Valarik sagt, dass wir einst von dort gekommen sind, doch er sagt so viel. Vielleicht seht ihr ja jetzt, was auf der anderen Seite liegt. Falls ja, kommt zurück und erzählt uns davon. Sprecht mit Otgar Tucker. Ihr versprecht Emma, dass ihr eines Tages zurückkommen werdet. Das stimmt, man kommt hier auch irgendwann hin. Ob die einen dann wiedererkennen? Das wäre ja cool. Ihr verlasst Lindelbee, um Abenteuer zu erleben? Dann lebt wohl, Millimadoc. Wir sehen uns bei eurer Rückkehr. Und, oh, ihr solltet euch auch an Quaker verabschieden. Wer ist denn das? Von Quaker verabschieden. Wie ihr wisst, ist er einfach der beste Froschfreund, den man sich wünschen kann, okay? Ihr müsst euch also unbedingt von ihm verabschieden. Schließlich werdet ihr lange weg sein. Wartet auf ein Zeichen von Quaker. Wo ist Quaker hin? Ach, da drüben ist Quaker. Ihr hört Quakers ängstliches Quaken von Südwesten herkommen. Okidoki. Hallo Quaker. Ihr habt Quaker gefunden, zusammen mit einer Gruppe neugieriger Billwisse. Das nenne ich mal ein hübsches kleines Tal. Wir müssen nur die Bewohner vertreiben. Jetzt kommen sie alle. Das Geräusch der Billwisse zieht die Holbitlern von Lindelby an. Und da sind sie. Sind das alle von euch? Was soll ich nur tun? Was soll ich nur tun? Nennen wir diesen Ort das Tal der Billwisse. Was meint ihr, Jungs? Wir müssen es uns nur nehmen.
Willkommen im Tal. Ach, herrje. Was ist los, ihr Kleinen? Also, es waren Billwisser, aber ihr habt euch um sie gekümmert, Fanglind. Ist das alles? Ich habe aus der Höhe noch etwas anderes gesehen. Ach echt? Den Frosch? Aus der Höhe habe ich die Billwisse gesehen, Millimadoc, aber ich sah jedoch auch, wie ihr euch verabschiedet habt. Schon seit Wochen weiß ich, was ihr vorhabt. Darum habe ich über euch gewacht. Hoffentlich stört euch das nicht. Och, von mir aus kannst du mich auf dem Weg begleiten. Ihr werdet weiter über euer Volk wachsen, so wie ich es all die Jahre schon tue. Ich werde weiter über euer Volk wachen. So. Wie ich es all die Jahre schon tue. Doch wenn ihr eure Abenteuer überleben wollt, müsst ihr ordentlich gerüstet sein. Schließlich mangelt es euch an den mächtigen Krallen unserer Art. Auch wenn ihr für euer Volk ungewöhnlich groß und stark seid, seid ihr im Vergleich mit den großen Adlern und all den anderen Leuten jenseits eures Dorfes immer noch sehr klein. Der Anführer dieser diebischen Billwisse hatte mehrere Taschen mit Waffen bei sich, die euch von Nutzen sein könnten. Die Billwisse haben kein Recht darauf und der alte Besitzer kann nichts mehr damit anfangen. Doch in euren Händen könnten sie noch Gutes vollbringen. Rüstet eine Waffe aus der Billwiss-Tasche aus und sprecht mit Fanglind. Wir haben ja gelesen, Dolch wäre gut für uns. Rumpelpumpel, so. Ach du meine Güte. Hatten wir den hier? Kann ich zwei Sachen haben? Zwei von zwei? Zwei von zwei. Ich kann aber zwei Sachen nehmen, ne? Warte mal. Moment. Ja. Ach, das ist alles noch so unsortiert. Ich packe mir mal ganz schnell hier die Sachen kurz dahin, dass ich auch wirklich einen vernünftigen Überblick habe, sonst komme ich überhaupt nicht klar. Die ganzen Geschenke und so aus den ganzen anderen Erweiterungen, das machen wir irgendwie ein andern Mal. Wir gucken uns dann nur noch mal an, was es halt mit dieser Erweiterung gab. Das müsste ich aber erstmal irgendwie identifizieren. So, also 2-2. So, genau, das kann man hier hin. Weil Dolche sind gut für uns, da können wir nämlich richtig toll mit umgehen. Okay, wunderbar. Das machen wir wieder aus, den sprechen wir an. Denkt daran, eure Waffen auszurüsten, Millimadoc. Jenseits der Heilignebel kann ich euch nicht mehr beschützen. Dann kommt es ganz auf eure Können und eure Ausrüstung an, um die vor euch liegenden Herausforderungen zu überstehen. Die Welt da draußen ist gefährlich. Wollt ihr wirklich dieses Leben wählen? Die meisten von euch bleiben ihr Leben lang zu Hause, dort, wo sie geborgen sind. Sprecht mit Großmutter Maddie. Ihr sagt Fanglind, dass euer Herz sich nach der Ferne sehnt und er schüttelt seine Federn. Die sind schon irgendwie cool, die Kleinen hier. Ich werde euch nicht darum bitten, zu bleiben, Millimadoc. Ich sehe, dass euer Entschluss feststeht. Liebevoll lächelnd zupft Großmutter Maddie an einem eurer Ohren. Irgendwie ist sie sehr, ja, körperbetont. Und jetzt hört mir zu, denn es ist wichtig. Und ich sage es nur einmal. Haltet den Blick auf den Weg vor euch gerichtet. Sorgt euch nicht um uns. Fanglind und die anderen Adler wachen über uns. Uns wird es in Lindelby gut gehen, solange ihr weg seid. Danke, was soll das heißen? Wenn ich wiederkomme, geht es euch nicht mehr gut. Aber denkt daran, dass wir euch nur gehen lassen, damit ihr den Leuten in der weiten und gefährlichen Welt da draußen helfen könnt. Macht euch nützlich, Millimadoc. Ihr solltet denen helfen, die Hilfe nötig haben. Das ist die Berufung, die euch von uns fortruft. Und ich lasse euch nur ziehen, damit ihr diesem Ruf folgen könnt. Sind wir uns einig, dann winkt uns allen noch einmal zu, bevor ihr euer großes Abenteuer beginnt, Millimadoc. Und denkt an meine Worte. Winkt euren Freunden und eurer Familie noch einmal zu, den guten Hobbitlern von Lindelby, bevor ihr euer großes Abenteuer beginnt. Winkt euren Freunden. So, auf eurer Reise solltet ihr einen helfen, die Hilfe brauchen. Und das war's, glaube ich, schon mit dem Tutorial oder mit der Einführung hiervon. Und so habt ihr euren Freunden und Familien zurückgelassen, um ins Abenteuer aufzubrechen. Wochen später lockt euch ein nächtliches Feuer an. Ah, es geht doch noch weiter. Weil man musste ja noch überhaupt nicht kämpfen.
Wir sind ja jetzt doch hier in Mosheim. Ja, das habe ich nämlich beim letzten Mal auch nicht verstanden. Deswegen dachte ich nämlich, ich hätte das ausgewählt. Aber offenbar nicht. Auf eurer Reise solltet ihr, ich muss das da oben nochmal verschieben, weil dieses Aufgabendings crasht hier die ganze Zeit mit der Minimap. Das ist ein bisschen unglücklich. So, zack. solltet ihr helfen. Ja, okay, ich muss mal ganz kurz gucken, was wir hier eigentlich haben. Klingenschild. Stärkung, ist das eine An- Ausfähigkeit oder was? Nehmt eine Verteidigungshaltung mit eurer Klinge ein und erhöht damit eure Chance, die Angriffe eurer Gegner zu parieren. Parierfähigkeit, Gegenschlag, also ist das ein An-Aus-Teil oder wie? Sieht so aus. So, hiermit machen wir Blutungseffekt, ist nicht schlecht. Und hier allgemeinen Schaden und was ist das hier? Ah, damit laufen wir schneller. Gut, das sieht für mich also nach Haltungen aus. Und das hier sieht für mich nach, wirklich nach Kämpfen aus. Dann gibt es hier dieses komische Meter, wo ich jetzt auch nicht weiß, rot ist vielleicht Kämpfen und blau ist vielleicht heilen oder unterstützen oder sowas. I don't know. So. Ah, Heda, seid ihr Freund oder Feind? Na, was glaubst denn du? Guck mich doch mal an. Ich bin froh, dass ihr mitgekommen seid, meine Liebe. Ich weiß nicht, warum diese Urukai Mosheim niederbrennen wollten, doch ich werde es herausfinden, wenn ihr die starren Täler zurückkehrt. Sagt den Leuten, sie sollen ihre Türen verschließen. Was ist denn das hier, eine größere Welt? Also sind wir jetzt immer noch in dem Tutorial für den Flusshobbit? Ich bin verwirrt, weil das sieht für mich eher nach vor dem Schatten aus, aber egal. Ich weiß nicht, warum diese Urukai Mosheim niederbrennen wollen, doch ich werde es herausfinden. Wenn ihr die starren Täler zurückhält, sagt den Leuten, sie sollten ihre Türen verschließen und sich vor schrecklichen Schatten hüten. Diese Bande von Urukai wurde bezwungen, wenn auch nur zu spät, um Mosheim zu retten. Doch es könnte noch weitere geben. Der Mann hält inne und mustert dich und dann mit zusammengekniffenen Augen genauer. Aber wartet, ihr gehört gar nicht zu den Starren, nicht wahr? Ihr tragt ein wenig Falbhaut in euch, scheint mir, auch wenn ich mich mit den verschiedenen Hobbit-Familien nicht gut auskenne. Woher stammt ihr? Ihr seid sehr weit vom Auenland entfernt, falls euer Herd sich dort befindet. Doch wer sich Abenteurer nennt, kann wohl nicht lange zu Hause bleiben. Das gilt auch für mich. Ich heiße Meneldir und ich war einmal ein Waldläufer. Was ich nun bin, tja, das muss ich noch herausfinden. Gilt das für euch vielleicht auch? Ich fände es ja eigentlich gut, wenn man vor dem Schatten wählt, ja, und das hier die Einführung ist, weil dann geht es nämlich nahtlos hier gleich weiter. Theoretisch müsste sie ja nach ihrem ganzen Tutorial dann im Auenland landen, was ja erheblich viel weiter weg ist. Sprecht mit Meneldir und erzählt ihm von euch. Bing, 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 bing. Millemadoc, sagt ihr, ein interessanter Name und ich ahne, dass eine Geschichte dahinter steckt, auch wenn ihr eure Heimat nicht preisgeben wollt. Ich werde nicht nachbohren. Wir leben in gefährlichen Zeiten und die Gefahren nehmen nur noch zu. Die Urukai, die Mosheim überfallen haben, trugen ein eigenartiges Siegel, das Mal einer weißen Hand. Ich weiß nicht, was es bedeutet, doch ich fürchte, es ist nichts Gutes. Danke noch einmal für eure Hilfe, Millemadoc. Gebt Bescheid, wenn ihr mir helfen wollt, das Geheimnis der Weißen Hand zu ergründen und Mosheim nach diesem Angriff wieder aufzubauen. Die Flammen werden bald erlöschen. Dann muss die Heilung beginnen. Ja, und wir sind jetzt hier. Ich habe aber eigentlich das andere Tutorial gewählt. Und wie gesagt, ich hatte nämlich mir schon mal einen Flusshobbit gemacht und hatte auch gedacht, ich hätte das andere gewählt und war dann trotzdem hier und war deswegen total verwirrt. Weil, was soll ich denn jetzt hier? Also, merkwürdig. Ihr habt Mosheim entdeckt. Vielen Dank, das weiß ich. Ja, und das hier, die jetzt hier kommen, das sind nämlich die ganz normalen Aufgaben. Einige Einwohner von Mosheim haben Verletzungen erlitten, gegen die wir machtlos sind. Das können wir ja gerne machen. Wir können uns ja einfach mal so ein bisschen am Epos entlang hangeln. aber im Grunde genommen haben wir das ja schon mal mit einem anderen Charakter gemacht. Für uns ist ja vor allem interessant zu sehen, wie die sich hier so macht, eben als Seefahrer. Ich würde sagen, damit das nicht zu viel oder zu wenig wird, machen wir vielleicht bis Level
10 oder 15 oder irgendwie sowas. Das kann ich mir gut vorstellen. Und gucken mal, wie es läuft. Genau. Das heißt, wir werden wahrscheinlich hauptsächlich hier irgendwelche Aufgaben annehmen. Sowas würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen erweisen? Waage bezwingen. Was willst du? Du bist ja mal ein Tuck, kein Tucker. Guten Tag. Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Na, der will nämlich zum Beispiel ein Hobbit einer anderen Heimat. Sprecht mit Bürgermeister Willi Weißfuß in der Dorfhöhle Michelbinge. Kleid der Flusshobbits. Ach, guck an. Dann kriegt man ja doch noch was. Willi Madock, Bachhüpferin. Wie niedlich. Kann man sich das hier gleich mal angucken, wie das aussieht? So. Und so und so und so. Nee, nicht Kleid will ich nicht. Ich will das und das. Und das. Genau. Das sieht gut aus. Das gefällt mir. Was hat sie denn jetzt an? Okay, jetzt hat sie ihr Seefahrerdress an. Nee, das gefällt mir hier sehr, sehr gut. Das nehmen wir auf jeden Fall auch an. Und ja, wie gesagt, wir machen hier halt so ein paar Aufgaben. Aber eigentlich wollte ich ja das andere Tutorial, weil es mir besser gefällt. Ich finde auch, dass das andere auch viel eher ein Tutorial ist. Na, weil hier wird nicht viel erklärt und es gibt vor allem die ganzen netten kleinen Filme nicht. So, und ja, wie ich bereits sagte, das haben wir ja schon mal gemacht. So, was sollen wir noch machen? Sprecht mit Bürgermeister, lest die Pergamentfetzen durch. Bla bla bla, kann man nicht lesen, weil wir kein Orkisch verstehen. Findet heraus, warum die Kinder im Nordwesten von Mooshang so rumgackern. So. Ja, ich sag einfach mal, wir machen hier in Mooshang die Aufgaben. Mooshang ist ein ruhiges Dorf. Es war schon immer ein ruhiges Dorf. Aber man sieht ja schon gleich, ne, die sind alle irgendwie orange. Hier die zum Beispiel, die kann ich noch gar nicht annehmen. Die sind einfach noch zu schwer für mich. Die ist von dem Mädel da, die nehmen wir zum Beispiel auch schon mal nicht an, weil die will nämlich gleich, dass wir irgendwo anders hinlatschen. Deswegen machen wir das jetzt erstmal nicht. Sondern wir bleiben jetzt erstmal hier im Ort, machen die Aufgaben da. Wollen natürlich auch ein bisschen kämpfen. Also ich bin gespannt, wie das mit dem Seefahrer läuft. Und ich bin natürlich auch gespannt, wenn wir dann erstmal wirklich auch nach Umbar können. Wobei das wird eher für hohe Level sein. In dem Fall werden wir dann mit Sicherheit nämlich den Millimack wiedersehen. Nicht Millimadoc, sondern Millimack. Mit dem machen wir dann nämlich weiter. Was wollt ihr, Fremdling? Nein, das Schwert bekommt ihr nicht. So, Freundchen. Du hier hast noch eine Aufgabe. Wir alle sind Duvodiat in diesen Landen. Langaran ist ja auch nicht unwichtig, da kann man dann nämlich mal seinen Job machen. Ich habe gehört, dass unscheinbare Objekte viele Einsatzmöglichkeiten haben. Federn. Ah, okay, hier kann man die Schwierigkeitsstufen anpassen. Das machen wir jetzt erstmal nicht. Ist ja schon schwer genug, ist ja alles schon orange. Wir müssen es dann nicht direkt gleich wieder übertreiben. So, sie hat hier noch was. Würdet ihr mir bitte für eine Minute eure Zeit schenken? Gab's hier irgendwie hier hinten der in der Ecke? Nee, das war der mit den Schwierigkeiten. Hüpf. Ja, also ich muss sagen, ich bin auf jeden Fall von dieser neuen Charaktererstellung absolut total begeistert. Ich finde das richtig, richtig gut gemacht. Hätte mir jetzt gewünscht, dass es eben auch für die anderen alle funktioniert, aber scheint es ja erstmal nicht. Das ist schade. Also vielleicht, wenn man einen neuen Charakter macht, funktioniert es vielleicht bei allen, aber ihr nachträglich seid bei einem Charakter, den man schon hat, mein den kann man Ehemann offenbar nicht mehr so anpassen. Aber er gab also einen neuen Leben Charakter habe ich mir um bisher, wie gesagt, jetzt nur einen Flusshobbit gemacht. Da ist mir das eben aufgefallen, dass man so viel machen kann. Und mit einem bestehenden war ich beim Barbier und wollte mal gucken, ob man die Sachen da auch anpassen kann, aber das ging leider nicht. Also einen bestehenden Charakter kann man zumindest... Unsere Not ist groß. Pferdchen. Weiß nicht, wer euch diese Aufgabe erteilt hat. Ja, du. Hä? Ja? Ja. Ja, ja. So, was ist das hier? Freibeuterrahmen. Cool. Können wir auch gleich nochmal uns angucken. Haben wir den nicht gerade aufgemacht? Rahmen des Freibeuters. Ah ja, okay. So sieht das schon mal aus. Das ist was anderes. Was ist das? Imut Elbentanz in alter Tradition. Okay. Warum? So, dann wollen wir den nehmen. Ja, ich habe ja hier immer so viele Pferde von allen möglichen Erweiterungen und so weiter.
Ich will das jetzt hier gar nicht großartig durchexerzieren. Ich mache jetzt erstmal nur die Pferde, damit sie halt erstmal gleich was zu reiten hat. Die anderen Sachen, das gucken wir uns alles später an. Was ist das hier für ein Teil? 10-Jahres-Rahmen Mordor. Was ist das hier? Kastanienbrauner Corgi. Titel erlassen 7 Sterne. Gibt es noch irgendwas, was man mal schnell weglesen kann? Nee, ne? Erstmal nicht. Also wenn ich die Päckchen aufmache, dann ja. Dann gibt es da jede Menge Kram. Nicht wieder anzeigen. Ja, ich möchte das gerne sortieren. Okay, so. Gucken wir mal ganz kurz. Hier ist unser Corgi. Und dann gucken wir mal nach Pferden. Was haben wir denn hier jetzt schon für Pferde? Also wir haben das Cremello, wir haben die Ziege, wir haben den hier. Der passt eigentlich rein optisch. Ich finde den nicht schlecht. Das passt ganz gut. Ist schön neutral. Wir haben das grün geschmückte Rohan-Pferd. Das passt natürlich überhaupt nicht. Das hier passt eigentlich zu den Klamotten, die sie jetzt anhat, ganz gut. Perlino. Das hier ist auch wunderschön, aber passt jetzt auch nicht so richtig zu ihr. Okay, nehmen wir das Graue oder nehmen wir das Perlino? Komm, wir nehmen das Perlino, das hat nicht jeder. Wir nehmen das hier. So. Okay, so hier drin geht es natürlich nicht, das ist klar. Aber vielleicht geht es theoretisch hier draußen. Ja, hier draußen würde es gehen. Okay, da oben sind noch ein paar mehr Ringe. Wir sollen ja schon wieder Essen austeilen. Das warst du. Da drüben sind die Leute mit dem Essen. Was haben wir hier drüben nochmal bekommen? Titel gewährt. Von den 7 Sternen. Tat abgeschlossen. 7 Sterne. Wunderschön. Okidoki. So. Wie gesagt, das von ihr nehme ich jetzt erstmal nicht an. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Nehme ich, dass wir gleich wieder wegrennen. So, Briefe, Geldbeutel, Eigenschaften, Rasseneigenschaften. Ah ja, auch gar nicht so uninteressant. Sammlungen, das hatten wir bereits. Wir können ja mal das hier aufmachen und gucken uns das mal an. Also, es gibt der Shanty-Rufer, der Duelland und der Wanderer, ja, als Einteilungen, Eigenschaftsbäume vom Seefahrer. Der Shanty-Rufer sind Shantys, um die Verbündeten zu koordinieren und zu motivieren. Shanty-Rufer ermutigen sich selbst und ihre Verbündeten mit frechen Gesängen und eigenartigen Melodien, koordinieren Bewegungsabläufe und sorgen für gute Stimmung bei der Bewältigung schwieriger Aufgaben. Okay, klingt für mich eher wie jemand, der halt hauptsächlich in der Gruppe arbeitet, also ein Unterstützer, ne, ein Support. Der Duellant webt dramatische Schlagkombinationen, um unerbittlichen Schaden zu verursachen. Das klingt für jemanden, der im Singleplayer unterwegs ist, wie ich. Duellanten sind meisterliche Einzelkämpfer. Sie verlassen sich auf ihr Schwert und gute Fußarbeit, um ihre Gegner von vorne anzugreifen. Dann kriegt man die Fähigkeit Täuschen. Hier drüben kriegt man dramatischer Hieb. Oder nutzt alles, was euch zur Hand ist, um Feinde aufzuhalten. Das klingt so nach so einem Allrounder, der alles aber nichts kann. Für Wanderer ist der vom ständigen Reisen geprägte Lebensstil eines Seefahrers genau das Richtige, bei dem sie ferne Länder erkunden sowie seltene Materialien und fremdartigen Plunder sammeln. Sie sind zudem in der Lage, diesen Krimskram zur Not so einzusetzen, dass es ihren Gegner verwirrt und schwächt. Okay, das würde ich sagen, ist meine erste Wahl und das ist die zweite. Da kriegt man zehrender Schlag und Meeresrauschen. Okay. Ich habe noch keine Punkte, ne? Oder? Doch, ich habe tatsächlich schon einen. Stärkung durch was? Backgleichgewicht? Okay. Schaden über Zeit. Schaden durch Schwertkampffähigkeiten. Positionsbezogener Schaden. Wir nehmen mal das hier. Und wenden das auch gleich mal an. Jawollo. Dann haben wir hier unten nämlich 2 neue Sachen bekommen. 2 Angriffe. Schwächender Schlag. Entwaffnet euer Ziel. Klingt nicht schlecht. Und das hier. Täuscht euren Gegner, indem ihr plötzlich eine Bewegung innehaltet und rasch in eine andere Richtung wechselt. Ausweichen stellt Moral wieder her. Nicht schlecht. Wechseln enthält eine Bereichswirkung. Mehrteiliger Angriff enthält eine erhöhte kritische Chance. Macht aber wenig Schaden. Durch Ausweichen wird eine Heilung angewandt. Okay. Ja, ist ja auch nicht schlecht, ne? Ein bisschen Selbstheilung. Wie gesagt, als zweites. Nicht wieder anzeigen, bitte.
Die zweite würde ich das hier nehmen. Da hätten wir am Anfang einmal Bolas. Cool, das kenne ich nur aus Ark. Vitalität, auch nicht schlecht. Vorrücken nach Gegenschlag. Und Feuerhauch. Cool, klingt auch gut. Bam. So, dann hätten wir nämlich diese Dinger hier. Benommenheit. Ja, mega. Sehr schön. Welchen wollen wir erstmal nehmen? Wollen wir erstmal den Duellanten trotzdem weiter beibehalten? Würde ich tatsächlich erstmal machen. Weil, ja, das kommt mir aus kommt mir vor wie einer, der halt wirklich als Singleplayer gut unterwegs ist. So, Völkereigenschaften können wir auch nochmal schnell reingucken und dann machen wir nämlich für heute auch schon wieder Schluss. Bonus, List und Taktik. Ihr erhaltet einen Bonus auf eure Beiträge Spinnen, List und Geist des Hengstes plus 5% höherer Schaden beim Einsatz von Gefährtenfähigkeiten in der Kategorie List. Um plus 5% verbesserte Kraftwiederherstellung beim Einsatz von Gefährtenfähigkeiten der Kategorie Taktik. Okay, also eher wenn man was mit Gefährten macht. Plus Hobbits wissen, mit Wasser umzugehen und machen sich jede verfügbare Feuchtigkeit zunutze, um ihren Frost- und Blitzschaden zu verbessern. Klingt, als ob der zaubern kann. Schadenstyp Frost und Schadenstyp Blitz. Einmal plus 5 und einmal plus 3%, das klingt gut. Flussvolk, ihr seid an den Ufern des Flusses aufgewachsen, dass das Angeln liegt euch im Blut. Trotzdem solltet ihr einen Hobbymeister aufsuchen, euer volles Potenzial auszunutzen. Plus 25 Fischerfertigkeiten, okay, ist eher so ein nice to have. Die Welt gesehen, ihr habt viel von der Welt gesehen und die Tücken der Versuchung kennengelernt. Euer Wille ist gestärkt, plus 1 auf Wille. Ein tugendhafter Flusshobbit, die Tugend der Hobbitlern finden sich sehr deutlich in euch. Diese Eigenschaften trifft nicht ausgerüstet oder begrenzte Tugenden, was auf nicht ausgerüstet oder begrenzte Tugenden zu. Plus 1 auf Unschuld, auf Gnade und auf Verstand. Flusshobbit Bonusschaden für Speere und Dolche. Ah, Speere also auch, jeweils plus 5%. Dann haben wir kehrt nach Lindelby zurück. Dann haben wir Scheuerfang. Verschafft eure Gefährtengruppe einen Bonus auf das Ausweichen und Schleichen. Aha. Ausweichen und Schleichfähigkeit verbessert. Okay. Und die allbekannte Hobbitstarre. Ja, und das kennen wir ja. Da ist alles beim Alten. Okay. So viel also am Anfang erstmal zu eine ungewöhnliche Ankunft. Ach, das mit dem Pferd. Ja, ja. Zu unserem Hobbit. Unserem Flusshobbit. Ich werde hier erstmal meine ganzen Pakete aufmachen und den ganzen Kram irgendwie loswerden und dann sehen wir uns beim nächsten Mal an dieser Stelle wieder. Ich hoffe, es hat euch bisher gefallen. Ihr könnt mir wie immer gerne ein Like dalassen und ein Abo für den Kanal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play der Herr der Ringe Online. Bis dann, ciao, ciao.